Die Bundesminister Lauterbach und Özdemir haben ihr geplantes Gesetz zur Teillegalisierung von Cannabis gestern vorgestellt. Und die Kritik daran aus der Opposition reißt nicht ab. Der CDU-Politiker Frei kritisierte das Vorhaben in der Rheinischen Post als gefährlich und naiv. Die stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Bär sprach in der Augsburger Allgemeinen von einem frontalen Angriff auf den Kinder- und Jugendschutz. Und der Drogenbeauftragte der Bundesregierung Blinert hingegen nannte das Gesetz einen Meilenstein für die Drogenpolitik. Lauterbach und Özdemir wollen für Erwachsene den Besitz und den Konsum begrenzter Cannabismengen entkriminalisieren. Deutschland, ein Cannabisparadies. Die Betreiber einer Hanfplantage bei Dresden fühlen sich diesem Traum heute ein bisschen näher. Die Firma Demecan baut hier seit 2020 Cannabis an, bislang nur für medizinische Zwecke. Wir sind natürlich auf die Legalisierung vorbereitet und wir müssen jetzt den genauen Gesetzesentwurf abwarten, um zu sehen, wie genau natürlich die strategische Unternehmensplanung darauf dann weiter aufbaut. Wir sind hier bereit, Cannabis auch in größeren Mengen weiter anzubauen. Denn mit Cannabis lässt sich Geld verdienen. Fast jeder zehnte Erwachsene in Deutschland raucht sie, die am häufigsten konsumierte illegale Droge. In Berlin haben Gesundheitsminister Lauterbach und Landwirtschaftsminister Özdemir ihre Gesetzespläne für eine Teillegalisierung vorgestellt. Wir wollen die Jugend besser schützen, wir wollen den Schwarzmarkt bekämpfen, wir wollen die Drogenkriminalität zurückdrängen. Niemand soll mehr bei Dealern kaufen müssen, ohne zu wissen, was man sich da einhandelt. Und so sehen die Legalisierungspläne aus. Erlaubt werden soll der Eigenanbau von bis zu 3 Cannabispflanzen, Erwerb und Besitz von bis zu 25 Gramm für den Eigenbedarf. In Modellprojekten soll ein offener Verkauf erprobt werden. Konsum und Anbau soll in Cannabis-Social-Clubs organisiert werden. Etwa im Berliner Verein High Ground. Vorstand Oliver Waag-Jürgensen und seine 30 Mitglieder haben sich bereits vor einem Jahr gefunden und zunächst im Berliner Hanfmuseum Quartier bezogen. Schon bald könnten sie ihr eigenes Gras anbauen. Das ist auch ein emotionaler Tag für uns. Aber wir sehen durchaus auch noch die Hürden. Cannabis ist kein Plutonium. Die Diskussion über Mengenbeschränkungen und so, das dient aus unserer Sicht nur dazu, diese alte Dämonisierung von Cannabis aufrechtzuerhalten. Dass Cannabis trotz einer Teillegalisierung verharmlost wird, davor warnen Kritiker. Natürlich ist eine Entkriminalisierung und der Weg weg vom Schwarzmarkt sicherlich ein guter Weg. Wir sehen, dass der Jugendschutz jetzt schon sehr, sehr schlecht ist. Das gilt für Cannabis. Jeder Jugendliche, der Cannabis sich besorgen möchte, bekommt es auch. Wer wird denn was kontrollieren? Ich höre immer, die Justiz wird entlastet, die Polizei wird entlastet, der Schwarzmarkt wird ausgetrocknet. Das sehe ich ehrlicherweise alles damit nicht. Cannabis bleibt ein Streitthema, auch wenn es bald für viele legal erhältlich sein wird.